Servus liebe Golfer, heute würde ich gerne auf der Driving Range mal zeigen, wie man etwas schonender und sparsamer mit dem Gras dort umgehen kann und auch so beim nächsten Mal noch beste Bedingungen für Bälle schlagen vor sich hat. Leider passiert es immer wieder, dass die Leute ihre Bälle an verschiedenen Positionen hinlegen und von da spielen. Und jedes Mal würde ein neues Divot an einer anderen Stelle mit rausfliegen. Und die ganze Grasstelle in der Mitte wird in der Regel nicht genutzt. Hier sieht man schon, hier wurde ein Ball nach dem anderen gespielt. Es waren ungefähr 30 Schläge, die ich hier gemacht habe. Und jeweils nach jedem Schlag fliegt nur ein kleines Divot weg. Der Grasverbrauch ist deutlich niedriger. Und der nächste Spieler könnte gleich nebenan seine Bälle wieder auf bester Lage am Gras positionieren. Ja, jetzt weiß jeder eigentlich Bescheid, wie man auf der Driving Range richtig vom Gras übt und schonend mit der ganzen Fläche umgeht, sodass auch der Nächste immer beste Bedingungen zum Bälle schlagen vor sich hat. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao und servus.